Musik wird erst dann verständlich, wenn wir die große Anzahl an Noten in musikalische Zusammenhänge zusammenfassen. Genauso wie sich Text in Sätze und Abschnitte untergliedert, untergliedern sich unsere Noten in sogenannte Phrasen in musikalische und thematische Zusammenhänge. Und da wir als Bläser sowieso atmen müssen, ist es natürlich klar und liegt auf der Hand, dass wir am Ende einer solchen Phrase atmen. Es ist also unerlässlich, wenn du nicht die Musik mit dem Atmen zerhacken willst, dass du die musikalischen Phrasen als solche erkennst. Was aber, wenn die Erkenntnis da ist und der gute Wille auch, aber trotzdem einfach immer die Luft knapp ist? Ich bin Katja Reinbold, ich bin Flötistin und Flötencoach. Im heutigen Video zeige ich dir mal drei Punkte, auf die du mal achten kannst, wenn dir ständig die Puste ausgeht. Bleib dran! Als ersten und wichtigsten Punkt wollen wir einmal auf den Ansatz schauen. Du weißt ja, der Ansatz ist das A und O und die Ausgangsbasis beim Flötespielen. Wenn der Ansatz sitzt, dann ist der Ton wunderbar, das Spielen ist mühelos und das Flötespielen geht dir wie nichts von der Hand. Aber wenn der Ansatz nicht so optimal gebildet ist, kann es einfach schwierig werden und du bist am Kämpfen. Und wenn du das Problem hast, dass dir ständig die Luft ausgeht, viel schneller als dir lieb ist, dann kann es durchaus an deinem Ansatz liegen. Gehen wir mal davon aus, dass du gründlich genug eingeatmet hast und dass dir trotzdem ganz schnell die Luft ausgeht und du wieder nachatmen musst. Das heißt, du triffst mit deiner Luft nicht optimal auf dein Mundloch und du verschwendest zu viel Luft. Das kann mehrere Gründe haben. Der erste Grund ist, dass du viel zu viel Lippenspannung hast. Du machst die Lippen fest und presst deine Luft über die Flöte drüber und verlierst extrem viel Luft. Und du hörst es schon durch dieses Zischeln im Ton. Das ist Luft und das ist Luft, die sich nicht in Klang umsetzt. Und alles, was wir nebengeräuschartig hören, was eben sich nicht in Klang umwandelt, das haben wir sozusagen verschwendet. Das andere Extrem ist, dass du die Lippen zu locker hast. Und damit geht in der Regel einher, dass dein Mundloch einfach zu groß ist. Und auf die Art und Weise geht dir ganz, ganz schnell die Luft aus. So spielen viele Anfänger und das ist auch am Anfang erstmal in Ordnung, weil man ist ja froh, dass überhaupt etwas kommt. Man muss sich mit dieser ganzen Anblastechnik ja erst einmal anfreunden und das Optimieren erfolgt dann schrittweise. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, den du mal überprüfen kannst, wenn du eben das Problem hast, dass dir ganz schnell die Luft ausgeht, dass du vielleicht deinen Ansatz ein bisschen mehr schließt, ein kleines bisschen mehr Lippenspannung auf deine Lippen bringst. Und du wirst merken, du kommst weiter mit deiner Luft. Und ganz oft erlebe ich es auch, dass bei solch weitem, lockerem Ansatz aus dem Hals gedrückt wird, weil einfach Spannung fehlt. Wenn hier alles ganz fluffig und locker ist, dann fehlt Spannung, die Luftgeschwindigkeit ist viel zu gering und dann fängt man an mit aus dem Hals zu drücken und das solltest du auf jeden Fall vermeiden. Und was natürlich unmittelbar mit dem Ansatz zusammenhängt, ist der Blaswinkel. Und das ist auch ganz entscheidend, je nachdem, wie deine Luft auf deine gegenüberliegende Mundlochkante trifft, ob du Luft beim Spielen verschwendest oder nicht. Wenn du zum Beispiel die Flöte nach oben verkantest, dann geht viel mehr Luft vorbei als rein. Wenn du gerade ansetzt in dem rechten Winkel, den man ja anstreben soll, dann hört sich der Ton auch schon gar nicht mehr rauschig an. Und an einem solchen klaren und gefassten Ton
hörst du schon, dass du keine Luft verschwendest. Wenn der Ton also rauscht, dann geht Luft vorbei, die sich nicht in Klang umsetzt. Das heißt, du hast also Energie aufgewendet, die dir am Ende nichts nützt. Aber wenn der Ton klar und knackig klingt, dann hast du alles richtig gemacht. Und wie du weißt, gibt es ja zwei Blaswinkel. Ich kann also zum einen diesen rechten Winkel ignorieren und nach oben oder nach unten verkanten. Ich kann also einen stumpfen oder einen spitzen Winkel mit meiner Flöte beschreiben. Das Ergebnis ist das gleiche. Es geht Luft vorbei. Und ich kann aber auch die Flöte so von mir weg oder so zu mir ran. Und das Ergebnis ist auch das gleiche. Die Luft trifft einfach nicht optimal. Also so habe ich eben auch den rauschigen Ton und so genauso. In beiden Fällen verliere ich Luft. Und im zweiten Fall, wenn ich die Flöte nach hinten verkante, kriege ich auch noch eine feste rechte Schulter. Also das ist doppelt ungünstig. Also wenn du keine Luft verschwenden willst beim Spielen, dann schau doch nochmal auf deinen Ansatz. Überprüfe doch mal im Spiegel deine Lippenöffnung, ob sie vielleicht zu groß ist oder ob die Lippen zu straff gespannt sind und wie es sich bei dir mit dem Blaswinkel verhält. Manchmal merkt man das gar nicht so richtig und wenn man dann aber in den Spiegel schaut, dann kriegt man auf einmal mit, was man tut und wenn man das dann korrigiert anhand des Spiegelbildes, kann man schon wirklich wahre Wunder erleben und du kannst ja das Leben unglaublich erleichtern. Der zweite Punkt, der liegt eigentlich auf der Hand. Wenn du knapp mit der Luft bist, kann es natürlich auch sein, dass du einfach nicht tief genug geatmet hast. Nun ist es ja so, dass Atmen ein Reflex ist und jeder Mensch atmet. Und das ist auch gut und super, dass man sich da eigentlich nicht drüber Gedanken machen muss. Denn wenn du automatisch und reflektorisch atmest, dann kannst du dich beim Flötespielen auf andere Dinge konzentrieren. Und wenn das mit deiner Luft und mit deiner Atmung auch funktioniert und du keine Probleme hast, ist es auch alles wunderbar. Dann brauchst du vielleicht da auch gar keine Energie drauf verwenden. Aber wenn du ständig knapp mit der Luft bist und das Gefühl hast, du musst unheimlich nachatmen und es wird anstrengend, dann ist es doch vielleicht mal gut, auf die Atmung ein bisschen gründlicher zu schauen. Also das Erste ist natürlich, dass wir versuchen müssen, in relativ kurzer Zeit relativ viel Luft reinzubekommen. Du atmest ja in die Lungen, das Zwerchfell, was unter dem Rippenbogen sitzt, drückt deine Eingeweide nach unten, deswegen geht der Bauch raus. Und du kannst dich wirklich darauf konzentrieren, in den Bauch zu atmen, indem du im Oberkörper, im Brustkorb versuchst, groß zu werden. Leg ruhig deine Hand auf den Bauch und atme tief ein. Und dann merkt man schon, wie die Lungen sich weiten und um deine Mitte herum du rund wirst. Also es ist nicht nur hier oben, wo die Luft reingeht. Du kannst wirklich versuchen, tief nach unten zu atmen und rings um dich herum groß zu werden. Was ganz wichtig ist, dass du durch den Mund einatmest, weil auf die Art und Weise kommt schnell viel Luft in deine Lungen. Und wenn du beim Atmen auch noch den Kehlkopf tief stellst, damit der Hals eben schön weit ist und du optimal mit Luft versorgt werden kannst. Erstaunlich ist es auch immer, man kann tatsächlich nochmal atmen. Du atmest ganz normal ein und dann setzt du nochmal einen oben drauf. Und man denkt immer schon, man ist voll geatmet, aber es geht wirklich noch einer. Und wenn du weißt, es kommt eine längere Passage gleich, dann atme doch einfach zweimal. Und du wirst keine oder weniger Probleme mit dem Atmen haben. Ein kleiner taktischer Tipp noch von mir. Es gibt ja Stellen in deinen Stücken, die eignen sich besonders gut zum Atmen. Und die solltest du wirklich voll auskosten. Also wenn du eine Pause hast zum Beispiel und wenn es nur eine Viertelpause ist, die solltest du nutzen, um besonders tief zu atmen. Es gibt ja auch Stellen im Stück, wo man nicht so viel Zeit hat, wo man sich einfach ein bisschen beeilen muss. Da kann man dann vielleicht nicht ganz so tief atmen, aber die Teile mit den Pausen, die nutzt du, um dich richtig
gut zu erholen. Und natürlich auch die Stellen, wo eine lange Note am Phrasenende ist, vielleicht eine halbe oder sogar eine ganze. Diese längeren Noten, die kannst du eiskalt kürzen. Es ist ja immer wichtig, pünktlich auf der nächsten Eins zu sein, klangvoll auf der nächsten Eins zu sein und gut erholt. Und es ist viel besser, du beginnst mit, also neu und frisch erholt und mit guter Ausgangsposition die neue Phrase, als du hältst den langen Ton bis ran. Und als letzten Tipp kann ich dir noch sagen, wenn du denn gründlich genug geatmet hast mit der richtigen Technik, dass du dann aufgrund einer Grundspannung deine Luft wirklich dosiert abgibst und nicht so in dir zusammenschnurbst und die Luft so wie beim Luftballon, den man sausen lässt, sofort weg ist, sondern dass du sie wirklich geführt abgibst, also aktiv deine Luft ausbläst und nicht passiv laufen lässt. Auf die Art und Weise kommst du garantiert auch länger mit deiner Luft. Also beim Atmen kannst du nochmal darauf achten, ob du wirklich tief genug atmest, ob dein Hals auf ist, ob du mit der nötigen Grundspannung ausatmest, ob du eventuell sogar noch ein zweites Mal nachatmen kannst und ob du vielleicht deine Stellen im Stück noch optimieren kannst, um da noch ein bisschen mehr rauszuholen. Sollten diese beiden Punkte Ansatz und Atmung auf dich nicht zutreffen und an der Stelle ist bei dir alles in Ordnung, ist das schon mal sehr viel wert, weil das sind eigentlich die wichtigsten Punkte. Wenn du trotzdem ständig knapp mit Luft bist, dann kann es vielleicht sein, dass du zu den wenigen gehörst, die mit zu viel Druck Flöte spielen. Die meisten, die anfangen, haben eher zu wenig und die Luftgeschwindigkeit ist zu langsam. Aber vielleicht gehörst du ja zu denen, die ein bisschen zu sehr powern. Und dann ist es natürlich auch so, du verbrauchst mehr Luft, als du eigentlich benötigst. Und logischerweise ist die Luft dann knapp. Und auch hier ist es so, du wirst es im Ton hören. Der Ton klingt gepresst, der klingt rauschig. Und er wird auch von der Intonation ein bisschen nach oben gehen, weil er einfach zu viel Druck hat. Und wenn du an dem Punkt bist und das merkst und vielleicht auch nicht so zufrieden bist mit deinem Ton, dann schau doch mal, ob du einfach ein kleines bisschen den Druck reduzieren kannst und ob sich dadurch schon etwas ändert. Es sollte so sein, dass du entspannter spielen kannst, weiter mit deiner Luft kommst und auch noch mit einem schöner klingenden Ton belohnt wirst. So, und jetzt habe ich ja vorhin gesagt, dass es eine gute Sache ist, sich im Spiegel zu kontrollieren. Weil manchmal sieht man Dinge plötzlich, die man so gar nicht mitbekommt, die man nicht richtig fühlen kann. Durch das Sehen kann man dann doch einiges nochmal optimieren. Und jetzt kannst du mal hingehen und versuchen, wenn du etwas siehst in Richtung, vielleicht dass deine Lippenöffnung etwas zu groß ist oder der Winkel nicht so richtig stimmt, dass du das einmal komplett übertreibst. Denn alles, was du in die falsche Richtung machen kannst, kannst du dann auch in die richtige Richtung machen. Dann geh doch einmal hin und spiel mal absichtlich mit ganz schlaffen Lippen und schau, was passiert. Und dann geh hin und fasse nach und nach deinen Ansatz und schau, ob du das in die andere Richtung zurückgedreht bekommst. Und dann kannst du natürlich auch ins andere Extrem gehen und irgendwo in der Mitte liegt dann wahrscheinlich die Wahrheit, ne? Aber alles, was du auf deiner Flöte umsetzen kannst, hilft dir, sie besser kennenzulernen, dich besser kennenzulernen und genau dann diese goldene Mitte für dich herauszufinden. Das gleiche gilt für den Winkel, da kannst du auch mal mit einem sehr, sehr spitzen Winkel anfangen. Merkst du schon, da wo der rechte Winkel ist, da ist es gut. Und wenn ich jetzt weiter runter gehe, wenn der Winkel stumpf wird, wird es wieder schlechter. Genauso mit diesem Winkel nach hinten verkanten.
Ne, dass du einfach mal in alle Extreme wirklich dich ausprobierst und dann versuchst, in der Mitte deinen goldenen Mittelweg zu finden. Diese Dinge kannst du natürlich für dich auch ausprobieren, wenn du jetzt nicht unbedingt sagst, du hast ein Problem, dass du knapp mit der Luft bist. Aber es ist doch so, es gibt natürlich in Stücken Phrasen, die sehr, sehr lang sind. Und es kann ja nicht schaden, auch in die Richtung sich ein bisschen zu optimieren, dass man auch diese Passagen wirklich gut aufgetankt mit gut geführter Luft und klangschön spielen kann. Also optimieren kann man immer und an gewissen Punkten einmal kurz nachzuschauen, wie es eigentlich ist, hat noch nie geschadet. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und hat dich wieder mal weitergebracht. Gib mir doch einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal und wir sehen uns dann bald wieder mit einem neuen Thema. Bis dahin!